Was geht ab, Jungs, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar sprechen wir heute wieder über Trading und schauen, in welche Partien wir investieren können, beziehungsweise wo wir welche Spieler mitnehmen können. Wenn ihr auf diesem Kanal ist, könnt ihr gerne kostenlos ein Abo da lassen, die Glocke natürlich aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich denke, ich werde ab jetzt jede Woche mindestens 2-3 Trading-Videos raushauen. Während der Woche, was gut läuft, was nicht gut läuft. Im Moment läuft UV sehr, sehr gut. Allerdings nur mit Gold Non-Rare, mit hohem Rating, also so 84 plus. Eher nicht so, weil die Leute das noch nicht so krass gebrauchen, aber ich denke, das wird noch in Zukunft kommen. Aber wie gesagt, um nichts mehr zu verpassen, ein bisschen was zu tun ist. Und ihr seht schon im Hintergrund, Top-Partien, Investments könnten sich diese Woche vor allem sehr, sehr krass lohnen, weil es sehr, sehr viele geile Spiele vor allem gibt. Und ich denke, wo jeder auf jeden Fall reingehen sollte, ist Real Madrid für Barcelona. Wie gesagt, wenn ihr die Spieler kauft, die Top-Partien kommen am Donnerstag raus. Wir haben heute übrigens auch die ersten UEFA-Top-Partien bekommen. Da sind aber ehrlich gesagt nur Paris und Benfica-Spieler sehr, sehr hoch gegangen. Aber vor allem Benfica-Spieler, weil es davon nicht allzu viele gab oder nicht die Leute im Verein hatten. Aber ich zeige euch jetzt mal, in was ihr reingehen könnt und was vor allem steigen wird. Ich gehe davon aus, dass das beste Spiel von den Top-Partien Real Barca sein wird, da es ja das Klassiko ist. Ansonsten könnt ihr aber schon mal sicherheitshalber Tottenham, Everton-Spieler, Liverpool, Man City-Spieler sowieso mitnehmen, weil das sind Teams, die werden in den Top-Partien öfters mal drankommen. Das hatte ich auch in den letzten Videos erwähnt. Die könnt ihr auch natürlich abchecken. Und das Wichtigste ist, Jungs, dass ihr die Spieler im Hype verkauft. Also bevor die Top-Partien rauskommen, schon verkaufen, weil bis dahin steigen die Spieler schon an. Und welche Spiele ihr mitnehmen müsst, zeige ich heute anhand des Klassikos. Dasselbe könnt ihr natürlich auch für alle anderen Top-Partien, die ihr im Hintergrund seht, anwenden. Wie gesagt, es können nur 4 Spiele vorkommen. Ich denke, das günstigste Spiel wird Alkmaar gegen Feyenoord sein. Danach könnte sowas kommen wie das Turin-Derby oder Besiktas gegen Trabzonspor. Das wäre so das zweitschlechteste Spiel, sage ich jetzt mal, von den Top-Partien. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Tottenham-Everton drankommt oder halt Liverpool-Man City. Paris-Marseille denke ich eher nicht, da Paris jetzt in den UEFA-Top-Partien drankam. Das heißt, Paris-Marseille braucht ihr eigentlich nicht einzukaufen. Vor allem die Paris-Spieler sind schon ein bisschen angestiegen und ich denke, was auf jeden Fall drankommen wird und auch das teuerste Spiel sein wird, ist Real gegen Barca. Und ihr seht im Hintergrund, es gibt nicht allzu viele Spieler, in die ihr reingehen könnt, aber es gibt ein paar Non-Rares und es gibt ein paar seltene Spieler, die auf jeden Fall bei Abschlusspreis liegen. Wen ihr auf jeden Fall mitnehmen könntet, ist Lunin, der kostet 550, den könnt ihr für 500 circa erbieten oder vielleicht auch für 450. Ich denke, das ist ein Spieler, der wird dann, wenn Real Madrid drankommt, bestimmt auf 1-1 oder vielleicht sogar 1-5 oder 2K steigen, je nachdem, was genau gebraucht wird. Aber ihr könnt den halt am Donnerstag schon UV draufstellen. Das heißt, wenn ihr den für 500 Münzen holt, stellt den am Donnerstag im Laufe des Tages schon für 1,3, 1,4 Sofortkauf rein. Und ganz wichtig ist, ab 18 Uhr nicht mehr reinstellen, Jungs, weil dann könnt ihr beobachten, was um 19 Uhr kommt und wie teuer der Spieler dann um 19 Uhr sein wird. Das heißt, dann checkt ihr um 19 Uhr die Preise ab und wenn dieser Lohnen dann zum Beispiel statt auf 1,3 auf 2K steigt, dann könnt ihr den auch für 2K verkaufen. So nehmt ihr wirklich das Maximum. Dasselbe gilt natürlich für Odriozola. Der kostet 650, ist aber auch Außenverteidiger und Spanier, das heißt leichter zu verlinken. Den könnt ihr auch für 550, 600 erbieten. Damit macht ihr auch auf jeden Fall kein Minus und dasselbe gilt natürlich für Valero. Wer auf Nummer sicher gehen will, wo aber nicht allzu viel Plus kommen wird, ist Lucas Vazquez. Der hat ein 81er Rating und ist für Abschlusspreis zu haben, also 700 Coins, das heißt, da macht ihr gar keine Verlust. Den könnt ihr euch auch mitnehmen. Das ist ein guter Spieler, den ihr zum Beispiel selber in die SBC reinhauen könnt. Wenn dann Rechtsverteidiger gebraucht wird bei der SBC und wenn hohes Rating vor allem gebraucht wird, dann sehe ich in Vazquez auch einen Ticken steigen, aber halt nicht allzu viel, weil Vazquez findet man wirklich in jedem 50k oder 100k Set gefühlt. Und dasselbe macht ihr natürlich auch für Barcelona. Also wenn einer von Real und einer von Barca gebraucht wird, dann werden die auf jeden Fall alle steigen. Und dort haben wir auch eigentlich nur Non-Rares fürs Erste, die ja schon ein bisschen angestiegen sind. Sergio Roberto, da könnt ihr genau dasselbe machen wie auch bei den Real Madrid Spielern. Der kostet 600, genauso wie ein Hector Bellerin. Könnt ihr euch für 550 oder 500 Münzen erbieten. Genau dasselbe auch für Eric Garcia. Der ist sogar Innenverteidiger. Der könnte sogar nochmal krasser ansteigen, je nachdem welche Aufstellung gebraucht wird bei den Top-Partien. Und Marcos Alonso ist linker Außenverteidiger. Von dem würde ich erstmal die Finger weglassen. Natürlich, wenn eine Fünferkette gefragt wird bei den Top-Partien, wird er auch ansteigen. Aber wenn zum Beispiel nur eine Viererkette da ist, dann wird man für Marcos Alonso auf jeden Fall einen Position-Change brauchen und das macht den dann halt wieder unattraktiv. Das heißt, wenn ihr welche mitnehmt, holt auf jeden Fall Eric Garcia und Sergio Roberto oder Bellerin mit. Ich würde aber eher zu Sergio Roberto tendieren, weil der ein 80er Rating hat und Bellerin nur ein 79er. Und wer mit seltenen Spieler gehen will, der kann auf jeden Fall Christensen oder Ferran Torres mitnehmen. Die haben beide ein 82er Rating und liegen beide bei 700.
750 Münzen. Da macht ihr auch nichts falsch. 700 ist, glaube ich, der Abschlusspreis für beide. Das heißt, da macht ihr auch gar kein Minus. Und wenn die steigen, sei es auch nur knapp über ein K, dann macht ihr halt pro Karte 300, 400 Münzen Gewinn. Und wie gesagt, dasselbe könnt ihr natürlich auch für Tottenham und Everton Spieler machen. Da würde ich aber auch nur Goldkarten mitnehmen. Silberkarten könnten auch ansteigen, aber die sind jetzt schon sehr, sehr teuer. Paris Marseille wird, denke ich, nicht vorkommen. Bei Turin und Juventus könnt ihr auch dasselbe machen. Dort solltet ihr aber auf jeden Fall Non-Rares mitnehmen. Ich glaube nicht, dass die seltenen gebraucht werden bei so einem Spiel. Und wenn, dann steigen die nicht so krass an. Und Beşiktaş Trabzon könnt ihr euch auch mitnehmen, wobei bei solchen Spielen meistens nur eine Super League-Spieler zum Beispiel gebraucht wird und kein Spieler von beiden Teams. Also das Wichtigste ist wirklich Real Madrid gegen Barcelona. Ich glaube, da kann man die meisten Coins machen. Und ja, zur Sicherheit hier Eredivisie-Spieler mitnehmen, Super League-Spieler mitnehmen, vor allem aus den zwei Vereinen. Turin. Und ich denke, Tottenham, Everton. Wer keine Man City oder Liverpool-Spieler hat, der sollte auch auf jeden Fall ein paar Man City und Liverpool-Goldspieler mitnehmen. Und ja, dasselbe könnt ihr auch natürlich sicherheitshalber für Man U machen, für Paris und für Marseille. Die werden, denke ich, in den Top-Partien noch öfters drankommen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schreiben. Da antworte ich eigentlich jedem. So früh, wie es natürlich nur geht. Oder ansonsten auch in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, bringe ich morgen nochmal ein Video raus, was alles geleakt wurde. Es kommen sehr, sehr krasse SBCs auf uns zu. Ich denke, das Video wird dann morgen so um 2, 3 Uhr online kommen. Vielleicht auch bisschen früher. Und ich werde morgen Abend auf jeden Fall nochmal streamen. Das heißt, da sehen wir uns auch nochmal. Ich denke, so spätestens 6 Uhr bin ich live. Wenn nicht, vielleicht sogar ein bisschen früher. Mal schauen, wie schnell ich nach Hause komme nach der Arbeit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einem erneuten Video oder im Livestream, wer Bock hat. Wer neu ist, weiß, was zu tun ist. Und haut rein!